If You Can Dream It, You Can Build It. Und das ist eine Ausstellung, die ist in Kooperation, nahe in Partnerschaft mit der Galerie Kornfeld in Berlin. Und hier haben wir den Christopher Lehnfuhl, ein Künstler, der von der Galerie Kornfeld vertreten wird. Und sozusagen ein kleiner Rebelle der Malerei ist, nämlich er geht wiederholt zu Plan R Malerei und malt tatsächlich vor Ort, hier in dem Falle jetzt in Berlin. Wo genau, wird uns nicht mitgeteilt. Das Bild heißt Großstadtdschungel. Und der Christopher Lehnfuhl, der malt mit 6 Farben. Also der hat 6 Kübel von Vollfarbe um sich herum und gibt so wieder, was er in der Natur oder in der Stadt entsprechend vorfindet. Und diese Farben werden pastös von Hand auf die Leinwand aufgetragen und in sehr, sehr dicken Schichten von Farbe sozusagen verarbeitet auf der Leinwand. Man sieht da teilweise wirklich schon, dass er die Farbe zieht und diese Elastizität von der Farbe, die auf diesen Bildern unglaublich stark hervorkommt. Zudem sieht man auch die, oder kommt durch die Energie seiner Bewegung, fast schon performativ, wenn er das Bild, wenn er das Bild malt sozusagen mit seinen Händen, überträgt sich diese Energie auch auf das Bild und wir sehen halt in dem Bild diese unglaubliche Energie der Farbe, des Farbauftrags, aber auch die Business sozusagen von der Stadt. Und das ist ein weiterer Punkt bei seinen Arbeiten, die ganz spannend ist. Er regelt die Stadt ja nicht ab in dem Moment, wo er dieses Bild malt, sondern um ihn herum passiert das Leben, auch vor ihm. Also quasi im Blick der Leinwand passieren auch Sachen, da sind Leute und diese werden von ihm aber fast immer komplett sozusagen aus dem Geschehen rausgenommen und wir sehen eine fast menschenleere Stadt oder ein menschenleeres Naturszenario in diesem Fall halt die Stadt genau. Ja. Das Bild von Christopher Lehnfuhl in unserer Ausstellung zeigt uns hier die BHF Bank. Hier ganz klar gekennzeichnet, was wir sehen schon im Titel und auch durch verschiedene Merkmale, wie zum Beispiel die Skulptur, die dargestellt wurde. Es ist relativ wichtig für Christopher Lehnfuhl, dass er, wenn er Ausstellungen hat, möglichst auch Arbeiten daran hat, die er vor Ort des Ausstellungsortes sozusagen gemalt hat. Und das war halt hier für Frankfurt tatsächlich das letzte Bild, das noch so verfügbar ist von seiner Frankfurt-Reise 2019. Und hier sieht man auch ganz schön, dass es, ich sag mal so, er arbeitet mit so einem expressionistischen Impressionismus. Das heißt, die Art, wie die Farbe aufträgt, ist sehr expressionistisch. Also wirklich der Ausdruck seines Eindrucks auf die Leinwand und auf der anderen Seite aber halt wieder das Impressionistische, weil nicht so viel Wert darauf gelegt wird, sage ich mal, wie groß diese Bronzeskulptur tatsächlich ist vor Ort, sondern es da auch wirklich um seinen Eindruck geht, wie dass er das Ganze empfindet und wie er das Ganze visuell quasi aufnimmt und dann auf der Leinwand wiederleben kann. Hier haben wir die Künstlerin Lia Josifor. Das ist eine Künstlerin der Galerie Anita Beckers, seit langer Zeit im Programm bei uns. Und die Künstlerin ist ursprünglich aus Israel, lebt und arbeitet, aber jetzt mittlerweile in Los Angeles. Wir haben hier sozusagen das Glück und Privileg, die neuesten Arbeiten von ihr zeigen zu können. Und das sind anders als ihre letzten Arbeiten, relativ kleine Arbeiten, die auf Papier gemalt sind. Hauptgrund dafür ist der Lockdown in Los Angeles oder in den USA generell, was der Künstlerin quasi unmöglich gemacht hat, in ihr Studio zu gehen. Und da sie normalerweise mit relativ großen Leinwänden arbeitet, musste sie sich halt überlegen, wie geht's weiter?
was kann ich machen, wie kann ich weiterhin malen, wie kann ich meine Praxis sozusagen aufrechterhalten, und hat angefangen mit diesen Arbeiten auf Papier. Die Arbeiten sind auch hier, ähnlich wie bei Christopher Lehmfuhl, sehr pastös aufgetragen. Und wir sehen verschiedene Schichten von Farben, die aufeinander aufgetragen wurden und dann in einem fast schon skulpturalen Prozess wieder abgenommen wurden. Die Künstlerin auch hier hat teilweise ihre Hände unter anderem als Werkzeug benutzt, um eben diese Farbe, diese oberen Farbschichten wieder abzutragen und die darunterliegenden Farben zu zeigen. Unser dritter Künstler hier in diesem Raum ist Martin Spengler. Der zweite Künstler, den wir aus der Galerie Kornfeld hier zeigen dürfen. Martin Spengler produziert nur wenige Arbeiten pro Jahr, sage ich mal, weil die Arbeiten unglaublich aufwendig aufgebaut sind und unglaublich aufwendig konstruiert. Diese gesamte Arbeit ist aus Wellpappe hergestellt. Man sieht das noch teilweise in den Seitenansichten, da wo es aufgeschnitten ist, dass man die Struktur von der Wellpappe tatsächlich noch sieht, und die ist auch bewusst vom Künstler dagelassen, um eben diese Materialität sozusagen halboffen dort nochmal anzusprechen. Der Prozess ist eigentlich folgender, dass der Künstler sich Skizzen macht, die tatsächlich in der Größe des Kunstwerks gemacht werden. Und er hat sich dann durch Schichten von Wellpappe hineinschnitzt und diese filigranen architektonischen Merkmale sozusagen, oder diese Architektur aus diesem Wellpappenblock rausholt. Diese Arbeit ist auch wie viele andere seiner Arbeiten in einem Relief entstanden. Das heißt, hier wurde jede Seite sozusagen flach als Relief hergestellt und dann in einem Endprozess dann zusammen zu dieser skulpturalen Architektur gefügt. Nachdem die Arbeit geschnitzt ist, wird das gesamte Werk in Leim getunkt und dann wieder auch rausgeholt und getrocknet, so dass das Ganze aushärtet. Also die Arbeit ist eindeutig schwerer, als man sich das vorstellt, wenn man sich vorstellt, dass da Wellpappe ist. Danach wird die gesamte Arbeit in Weiß angemalt und dann mit Graphit wieder ausschattiert. Und durch dieses Weiß und Schwarz, diese Schattierung und dieses Helle, verstärkt er nochmal diesen Eindruck, jetzt in dem Fall wirklich dieser gotischen Kirchenarchitektur. Und zudem auch nimmt er der Materialität der Wellpappe nochmal ein bisschen etwas weg und spielt da so ein bisschen, welche Materialien welche Farbe haben, und man meistens dann doch erstmal irgendwo auf Bronze oder so tippt, wenn man die Arbeit sieht. Genau. Hier haben wir die Arbeiten von Domenica Bednarski. Domenica ist eine junge Künstlerin, die im Moment ihren Abschluss an der HFG in Offenbach macht. Seit einer Weile arbeitet die Künstlerin eigentlich ausschließlich in Keramiken und kreiert da sozusagen diese wunderbaren Skulpturen, die aber in ihrer Komposition teilweise schon fast wieder etwas Malerisches haben, wie sie sich darstellen. Natürlich kommt das Malerische auch mit da rein, dass die Arbeiten natürlich von Hand gemalt sind. Und genau, in diesem Fall hat sich die Künstlerin überlegt, wie werden Monster geboren? Wie und warum existieren Monster? Reicht das, wenn ich einfach verschiedene Tiere nehme und die sozusagen auf einen Haufen haue, sag ich mal? Und dadurch entsteht so etwas Monströses, etwas Bedrohliches sozusagen? Oder ist es vielleicht eher doch ein, sagen wir mal, sexueller Akt, dass da sozusagen Interspezies vermischt wird und dadurch neue Monster oder so entstehen. Und auch das, so diese
Ambiguität zwischen Kampf und Sexualität ist auch in allen Arbeiten eigentlich überall wieder ein bisschen gegeben. Also jetzt gerade bei dieser Arbeit mit dem Hasen und Affen spezifisch, da sehen wir die Schlangen, die sich um den Affen und um den Hasen schlängeln und dann aber eigentlich jetzt im Fall von dieser Schlange schon aggressiv sozusagen den Betrachter begrüßen und da schon so diese Spannung eigentlich mit sich bringen. Was auch ganz interessant ist, ist, dass alle Tiere, die in diesen Arbeiten hier vorhanden sind, so in der Natur existieren. Das heißt natürlich, die Farbigkeit ist teilweise doch schon auch noch künstlerische Freiheit und natürlich die Herausforderung, Farbigkeit auf Keramik sozusagen wiederzugeben und dann aber auch damit zu spielen, was kann man auf Keramik mit Farbe denn alles machen, was auch hier schön bei dem Affen zu sehen ist, mit diesen verschiedenen Tupfern und wie die Farbe da in der Keramik sozusagen zerrinnt. Aber die Tiere existieren so in der Realität und somit spielt sie auch so ein bisschen mit unserem Wissen und unserer Auffassung, dass ein Künstler ja theoretisch machen kann, was er möchte. Das heißt, sie hätte ja, diese Tiere haben ja so per se nicht existiert, bevor nicht Domenica diese Skulptur angefertigt hat. Das heißt, sie hat ja eigentlich fast schon göttliche Macht, diese Tiere so zu formen, wie sie das gerne möchte. Und sie hätte ja eigentlich einfach aus dem Nichts ein Monster sozusagen formen können. Und zum Beispiel bei dem Affen oft gehört, der Affe existiert ja gar nicht, so einen Affen gibt es nicht. Tatsächlich ist das ein Nasenaffe, genauso benannt eben wegen seiner Nase. Und den gibt es tatsächlich auch so in der Natur. Und damit spielt sie halt konstant wieder so ein bisschen mit unserem Wissen und unserer Annahme, dass wir eigentlich alles wissen. Und wenn wir dann etwas nicht kennen, dann gehen wir davon aus, dass das schon manipuliert wurde, dass das eigentlich schon sozusagen eine Mutation hin zu einem Monster in dem Fall ist. Ja, hier haben wir mit Federico Solmi unseren letzten Künstler dieser Ausstellung. Federico Solmi ist auch ein Künstler in der Galerie Anita Beckers und ursprünglich Italiener, lebt und arbeitet aber in New York. Und seine Arbeiten sind sehr politisch. Und so ist auch dieses Video eigentlich ein sehr politisches Video. Was relativ spannend ist, was erwähnt werden muss, ist, dass seine Arbeiten keine Editionen sind, sondern dass sie immer nur in diesem einen Original sozusagen entstehen oder auch vorhanden sind. Und diese Arbeit jetzt hier zum Beispiel in dem Rahmen handgemalt auch so vorgestellt wird, mit diesem Vorhang, der da sozusagen diesen roten Teppich umrahmt. Im Video selber sehen wir verschiedene historische Gestalten. Also wir haben da über Napoleon, Marie Antoinette, den Papst, Mussolini und so weiter. Viele, genau Napoleon in dem Falle, viele historische Gestalten, die gefeiert werden, die auch in der Realität tatsächlich gefeiert werden, aber nicht unproblematische Persönlichkeiten unserer Geschichte waren. Ob das teilweise von Völkermord oder über andere Verbrechen geht. Und in dem Sinne dann halt auch diese Kritik mit den Reportern, die eigentlich alle wieder gleich aussehen und halt da dieser Moment, wo es nur darum geht, wo kann man eine Geschichte erzählen, wo kann man so diese Sensationsgeilheit, wo übersieht man gerne mal einen Fehler oder zwei, weil man das Ganze in eine größere Packung quasi verpacken kann und damit kann man Geld machen, damit kann man Geschichten erzählen, damit kann man Prestige bekommen. Und die Arbeiten von Federico Solmi, die sind handgezeichnet und werden dann eingelesen, digitalisiert und dann in 3D gerendert. Danach werden diese Figuren oder diese Zeichnungen eigentlich mit einem Computersystem, das man nutzt, um Kindercomputerspiele zu machen, eben zu diesem Video gebracht. Und man sieht auch, die Figuren, die haben tatsächlich so diese
Fratzen schon fast. Also die Gesichter sind total absolut mimiklos, die lachen, aber da bewegt sich keine Mimik und die sind total steif und auch die ganze Zeit hat man so dieses Blitzlichtgewitter, was schon fast vom Positiv ins Negativ ändert. Und ja, relativ viele Sachen, die er auch tatsächlich benutzt dafür, so diese, auch dieses Hölzerne der Figuren und der Personen in dem Video, sind dann teilweise auch schon fast wieder ja, fast aus dem Horrorfilm rausgenommen und eben in diese Situation mit reingebracht, um da einfach diese Kritik in ihrer Lächerlichkeit sozusagen nochmal zu überschärfen und so mitzunehmen. An den Wänden haben wir Zeichnungen von Federico Sorrentino und die Zeichnungen, die Serie heißt 1493 und stellt sich sozusagen ein Prä-Kolumbus Amerika vor. Und wir sehen da halt Figuren in eben dieser Rasterzeichnung, mit welcher er eben diese Figuren erst zeichnet, bevor sie dann eigentlich digitalisiert werden. Und hier das jetzt aber separat als Werk sozusagen angelegt wurde.